Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, meine Damen und Herren, am Ende der Woche findet die Eröffnungszeremonie statt für die Olympischen Spiele in Rio. Heute werden schon die ersten Wettkämpfe über die Bühne gehen. Man freut sich im Prinzip auf den sportlichen Wettkampf. Und man hat sich vielleicht bis vor wenigen Tagen auch darauf gefreut, über die sportlichen Wettkämpfe zu tweeten, zu Facebooken und sich überhaupt in den sozialen Medien über die Olympischen Spiele auseinanderzusetzen. Jetzt könnte das aber schwierig und sogar teuer werden, denn gewisse Hashtags sollen vor allen Dingen für Konzerne und Firmen verboten werden, beziehungsweise soll den Firmen und Konzernen untersagt werden, diese Hashtags zu benutzen. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft weiß noch ein bisschen mehr über dieses fast schon skurrile Thema. Tachchen nochmal, Alexander. Hallo, grüß dich, hi. Welche Hashtags dürfen denn jetzt nicht benutzt werden und warum? Wie ist man auf diese Idee gekommen? Ich verstehe im Prinzip überhaupt nichts mehr. So viele Fragen, die ich auch nicht beantworten kann. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Es ist auch unklar, welche Hashtags jetzt eigentlich verwendet werden dürfen und welche nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass Rio 2016, Rio de Janeiro, Olympische Spiele, Olympisch, Deutscher Olympischer Sportbund nicht verwendet werden darf. Auch bei Sommer zum Beispiel ist es wohl so, dass man das nicht verwenden darf, was natürlich auch also ein Begriff ist, der ausschließlich was mit den Olympischen Spielen zu tun hat, weil die Leute ja also im Sommer ausschließlich Olympische Spiele gucken und sonst nichts tun. Und diese Hashtags dürfen eben in sozialen Netzwerken nicht von Unternehmen benutzt werden, die nicht offizielle Sponsoren sind bei den Olympischen Spielen. Okay. Das hat so markenrechtliche Gründe, was ja grundsätzlich erstmal von der Idee ganz sinnvoll ist, dass jetzt nicht jedes Unternehmen kommen kann und zum Beispiel die Olympischen Ringe auf ein T-Shirt drucken kann und die dann verkauft, ohne Lizenzen. Ja. Aber diese Entwicklung ist mittlerweile eben so weit gegangen, dass hier sogar Hashtags eben zensiert werden. Und das geht natürlich deutlich zu weit und ist natürlich auch also völlig an der Realität vorbei. Ja, es ist, nimmt schon Orwellsche Ausmaße an, dieses Phänomen, dass einem Worte wie das Wort Sommer entrissen werden vom Olympischen Komitee, vom Internationalen Olympischen Komitee, weil die behaupten, wir haben das Wort, also oder weil die im Hinterkopf als Idee haben, dass das Wort verkauft sei an die Hauptsponsoren der Olympischen Spiele. Genau, also es geht nämlich darum, dass halt eben nur diese Unternehmen, die sich eben diesen exklusiven Zugang als Sponsoren gekauft haben, dann eben auch die Spiele vermarkten dürfen und dass jetzt nicht andere Unternehmen, die eben nicht als Sponsor akkreditiert sind oder sich da irgendwie eingekauft haben, eben dann da Werbung machen und eben ein kommerzieller Vorteil daraus für sie entsteht, ohne dass halt eben dieses Geld fließt. Und das ist natürlich aber schon äußerst fraglich, wenn jetzt zum Beispiel irgendein Unternehmen seiner lokalen Sportgröße zu irgendeinem Goldmedaille zum Beispiel einfach nur gratuliert, wo da jetzt eben der kommerzielle Mehrwert dann für das Unternehmen liegen soll, ist ja durchaus fraglich. Das heißt, wenn jetzt sagen wir, die Olympischen Spiele laufen, Flux FM will einem der Athleten, einer der Athletinnen gratulieren, weil die aus Berlin kommen, von mir aus. Sind von hier aus dahin gefahren nach Rio und haben für Berlin eine Goldmedaille geholt. Oder die sind sogar Flux FM-Hörer offiziell, finden Flux FM geil, haben das irgendwann mal gepostet oder so. Dann schreibt Flux FM Glückwunsch an XY für den Gewinn einer Goldmedaille in Hashtag Rio 2016. Dann gehen die offiziellen Stellen davon aus, dass wir dieses Hashtag benutzt haben, um für Flux FM Werbung zu machen und eben nicht um der gewissen Person zum Gewinn einer Goldmedaille zum Beispiel zu gratulieren. So ist es. Unklar ist natürlich auch hier wieder, wie das mit der Berichterstattung ist. Also ihr seid ja auch ein journalistisches arbeitendes Medium. Da könnte es sein, dass ihr die Hashtags verwenden dürft, weil ihr ja eben darüber berichtet. Ja. Aber auch hier ist eben auch nicht so ganz klar, weil es gibt ja eben akkreditierte Journalisten und die sollen ja eigentlich nur von den Spielen berichten. Es ist zum Beispiel auch so, dass die Sportler selbst gar nicht über die Spiele berichten dürfen so richtig. Also sie dürfen zum Beispiel keine Videos hochladen, wenn sie jetzt zum Beispiel da irgendwo, keine Ahnung, an den Start gehen zum Speerwerfen und dann da irgendwie filmen, wie sie da hingehen oder sowas auf dem olympischen Gelände. Das dürfen sie auch nicht veröffentlichen. Mhm. Bilder dürfen sie aber wieder veröffentlichen. Also es gibt da sehr strikte Vorgaben, sodass auch schon mittlerweile einzelne Sportler gesagt haben, wir berichten einfach überhaupt nichts. Wir werden soziale Netzwerke nicht benutzen während der Olympischen Spiele, weil wir einfach uns da mit diesen rechtlichen Fu nicht zurechtkennen. Ja. Und es ist eben auch so, dass also viele Juristen, viele unterschiedliche Meinungen. Es ist einfach unklar, wer jetzt das verwenden darf. Und auf der sicheren Seite ist man, wenn man ein Unternehmen ist oder auch eben Journalisten ist, wenn man es einfach nicht verwendet. Und das ist natürlich absurd, dass dann Leute eben sagen, wir berichten nicht über die
Olympischen Spiele, das ist ja, geht ja komplett am Sinn eigentlich vorbei und eben auch vor allen Dingen in sozialen Netzwerken völlig am Sinn eines sozialen Netzwerks vorbei. Es ist sogar auch so, dass eben man die Sachen noch nicht mal retweeten darf. Also ja, das ist ja ganz verrückt. Ja, wir nehmen an, der Deutsche Olympische Sportbund gratuliert seinen Olympioniken zum Sieg einer Goldmedaille und ich komme als Unternehmen, retweete das, weil ich mich mitfreue und werde dann eben abgemahnt. Mehrere tausend Euro werden dann wohl auf einen zukommen. Und das ist natürlich völlig an der Realität des sozialen Netzwerkes, des Internets und natürlich auch der Olympischen Spielen an sich völlig vorbei. Ja, es ist im Prinzip ein klassisches Eigentor, denn man möchte ja, wenn man jetzt eins der Unternehmen ist, das sich da finanziell engagiert hat und das Ganze kräftig sponsert, das ganze Event, möchte man ja eigentlich auch stattfinden in den sozialen Netzwerken. Das heißt, so ein Retweet von einem Browserhersteller, der definitiv wieder dabei ist, von einem Tweet, der von diesem Browserhersteller abgesetzt würde, wenn man das retweetet, macht man ja eigentlich Werbung für diesen Browserhersteller. Also müsste ja eigentlich, gibt es denn niemanden, was ich fragen will, ist eigentlich, gibt es denn in der Online-Redaktion vom großen Browserhersteller, gibt es denn da niemanden, der merkt, dass das nach hinten losgeht, das ganze Ding? Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die Idee eigentlich geboren wurde. Ja. Also es ist halt eben das Internationale Olympische Komitee, das da eben solche Vorgaben macht, was eben getwittert werden darf und was eben nicht getwittert werden darf. Und dann gibt es nochmal diese nationalen Verbände und dann gibt es ja auch nochmal nationales Recht. Das muss man halt auch sehen. Und hier ist es aber eben so, dass eben auch der Deutsche Olympische Sportbund sagt, also Retweets gehen nicht von uns so. Es funktioniert nicht. Und wie gesagt, man muss sich dann halt schon fragen, also ob die dann tatsächlich auch abmahnen, ob sie das wirklich machen, ist auch nochmal die Frage. Und wenn das passiert, werden sich sicherlich vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen dagegen wehren und dann kommt es zu Gerichtsverfahren. Aber es ist eben alles unklar und möglicherweise drohen eben die Abmahnung. Und nehmen wir mal das Beispiel zum Beispiel, keine Ahnung, ein kleiner Bäckerladen, wo der Sportler immer hingeht und sich da die Brötchen kauft und die freuen sich dann und die kriegen dann eine Abmahnung von 2.000-3.000 Euro. Die überlegen sich vielleicht dreimal, ob sie das nicht einfach bezahlen oder ob sie dann noch eben diesen umständlichen Klageweg gehen oder eben gar nicht darüber berichten, dass hier dieser Sportsfreund irgendwas Tolles gerissen hat. Aber wenn der Deutsche Olympische Sportbund sowas schreibt wie retweeten geht gar nicht, muss man ja eigentlich zurückschreiben, delete your account, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich meine, da haben sie einfach halt nicht verstanden, wie es funktioniert. Genau, also völlig an der Realität des sozialen Netzwerks vorbei. Also da fragt man sich wirklich, was die Leute da eigentlich so den ganzen Tag treiben und wie die sozialen Netzwerke eigentlich verstehen und was sie da eigentlich wollen. Ja, Johnny Häusler hat in der Wired-Kolumne zu diesem Thema auch schon einen kleinen Beitrag geleistet. In seinem Text schreibt er, wenn versucht wird, Einfluss auf die Nutzung von Sprache in öffentlichen Raum zu nehmen, dann wünsche ich mir jede Menge zivilen Ungehorsam und baue auf den Streisand-Effekt, der ja beschreibt, dass man versucht, was zu vertuschen und durch diesen Vertuschungsversuch wird das Thema erst richtig groß. Er hofft im Prinzip also darauf, dass vielleicht auch Leute über ihr Privatleben tweeten und dann aber eben diese Hashtags benutzen. Das ist wahrscheinlich, oder wie wahrscheinlich ist es, dass sowas passiert? Denn meine Erfahrungen mit dem Netz sind ja so, dass man wahrscheinlich jetzt schon mit rauchenden Köpfen vorm Rechner sitzt und denkt, wie kann ich das umgehen? Und ich baue auch, wie Johnny Häusler, ein bisschen auf die Community, dass da quasi jetzt einen Gegenmove gemacht wird. Also es ist so, dass Privatpersonen dürfen den Hashtag sowieso verwenden. Okay. Also dafür gibt es kein Verbot. Also jeder Privatnutzer kann auf jeden Fall twittern ohne Ende. Auch hier wird es allerdings schon wieder problematisch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Vorstand einer Firma mit meinem privaten Account was twittere, ist auch schon wieder ein bisschen fraglich. Aber per se erstmal Privatpersonen dürfen berichten. Und es wird bestimmt auch Leute geben, die sich zufällig in Rio aufhalten und vielleicht nicht an den Spielen teilnehmen, sondern einfach Sommerurlaub machen und dann über ihren Sommer Rio-Urlaub twittern mit den entsprechenden Hashtags. Und man wird auch natürlich schauen, ob jetzt irgendwelche Unternehmen vielleicht dann doch diese Hashtags verwenden. Ist ja auch die Frage, ob das überhaupt bei jedem Unternehmen dann ankommt. Also wenn jetzt irgendeine Firma irgendwo sitzt und dann ganz normal eben zum Olympischen Sieg irgendwo gratuliert, werden die sich ja jetzt vorher nicht überlegen, ob sie einen Hashtag verwenden dürfen. Ja, wie gesagt, die Idee ist ja eigentlich schon völlig absurd. Das ist schon pervers, wenn man sich vorstellt, dass es irgendwann so weit kommt, dass man, bevor man einen Hashtag verwendet, erstmal guckt, ob man das verwenden darf. Das ist wirklich im Prinzip ein Eingriff in die Sprache und in die Freiheit, eben auch seine Art zu sprechen, auszuwählen, die so nicht hinnehmbar ist. Ja, und das ist also wirklich völlig absurd. Und also ich kann verstehen, wie gesagt, dass man sagt, es soll nicht jeder ein Logo auf ein T-Shirt drucken, das ist auch völlig in Ordnung, aber ein Hashtag, also das ist ja nun wirklich eigentlich völlig an der Realität vorbeigeschossen. Aber also nochmal, Privatpersonen dürfen damit twittern, das werden sicherlich auch viele tun, bei Unternehmen eben nicht. Und da ist eben die Frage, ob jetzt Unternehmen wirklich so die
Vorreiter für zivilen Ungehorsam sind. Also ob die das jetzt wirklich dann machen, bleibt erstmal fraglich. Es wird aber auf jeden Fall Unternehmen geben, die haben davon nichts mitbekommen und gratulieren einfach ganz normal ihrem Sportler. Und da muss man dann einfach hoffen, dass dann hier eben keine Abmahnungen drohen. Ja. Oder dann aber eben das Ganze auch vielleicht dann tatsächlich vor Gericht gebracht wird, damit dann eben geklärt ist, dass man Hashtags künftig benutzen darf. Weil ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht richtig vorstellen, dass dann ein Gericht sagt, ja, also der Hashtag Sommer ist so markenrechtlich geschützt, dass da auf jeden Fall die Olympischen Spiele und auch noch ein kommerzielles Interesse da irgendwie mit reingedichtet werden kann. Das kann ich mir nur schwer vorstellen, wie das vor Gericht begründet werden kann. Also das Hashtag Rio 2016 sollen Sie von mir aus behalten, aber den Sommer, den möchte ich weiter nutzen dürfen. Als Privatperson darf ich das auch, das haben wir gerade erfahren. Nur könnte man jetzt bei mir ja auch annehmen, dass der Typ zwar jetzt mit seinem privaten Profil das getweetet hat, aber er ist ja Moderator bei Flux FM und so weiter und so fort. Also wenn man einen Strick aus der Sache drehen möchte, dann klappt das wahrscheinlich man auch. Man kann da auf jeden Fall was konstruieren. Ja, super. Also ab heute im Prinzip schon aufpassen mit Hashtags. Ihr könnt zu dem Thema auch bei der digitalen Gesellschaft, bei netzpolitik.org und auch bei The Wired noch ein paar Sachen nachlesen. Es ist sehr, sehr interessant, fast schon amüsant, wenn es nicht so traurig wäre, diese Geschichte. Viele Hashtags mit Olympia-Bezug dürfen offiziell nur von offiziellen Sponsoren benutzt werden. Die Story hinter der Story hat uns Alexander Sander nochmal erklärt. Vielen Dank. Sehr gerne. Bis zur nächsten Woche. Bye, ciao. Bye.